Die Wundertüte wird heute unser FIFA 22 Team bestimmen. Und zwar wird der Kartentyp des Spielers den Kartentyp des kompletten Teams bestimmen. Sollten wir also einen Future Star ziehen, wird das ganze Team ein Future Star Team. Also das wird richtig wild. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Knapp 60% aller Zuschauer haben meinen Kanal noch nicht abonniert, aber schauen trotzdem meine Videos, falls ihr zu den Schlingen gehört. Lasst ein Abo da, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go. So, wir sind in FIFA 22 angekommen, meine Freunde. Schön mal wieder hier in FIFA 22 am Start zu sein. Wir schließen die Kampagne Wundertüte ab. Und jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, was da drin ist. Schreibt mir direkt in die Kommentare, was hattet ihr da drin? Würde mich interessieren. Ich hoffe, ihr habt gelackt. Ich habe hier noch zwei 85 plus Player Picks. Die werde ich erstmal nicht ziehen. Es geht heute wirklich nur um die Wundertüte. Und je nachdem, was unser bester Spieler für eine Karte ist, muss das komplette Team aus diesem Kartentyp bestehen. Also das könnte wild werden. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange. Wir ziehen das Ding. Ich will einfach eine richtig geile spielbare Karte ziehen. In 3, 2, 1, was wird unsere Wundertüte uns bringen? Geil, EA, geil. Was eine hammermäßige Auswahl. Ramos oder Ndidi, da weiß man überhaupt gar nicht, wen man überhaupt nehmen soll. Super, super geil. Nee, ehrlich, ist wirklich cool. Digga, da muss ich los. Das ist ja Wahnsinn. Ich nehme auf jeden Fall Ndidi, weil da denke ich direkt an einen Mann aus meinem Verein. Schü. Von dem her, Foot Birthday ist, glaube ich, die bessere Wahl. Bei Future Stars gibt es nicht mal einen Hüter. Aber alles in allem, ja, eine sehr enttäuschende Wundertüte. Den packen wir rein ins Team. Und jetzt bauen wir uns ein Full Foot Birthday Weekend League Team. So, unser Team ist gebaut. Ndidi ist schon am Start. Und jetzt würde ich sagen, kaufen wir die Karten nach und nach für unser Full Foot Birthday Team. Danke nochmal an Ndidi. Wirklich eine super nice Karte. Im Tor starten wir selbstverständlich mit Manuel Neuer, Foot Birthday. Es gibt nur zwei Foot Birthday Keeper, aber der andere ist ein Silverstar. Und da spiele ich ganz ehrlich lieber den guten Manuel Neuer mit seinen 5-Star-Skills. Auf jeden Fall ein guter Hüter, den haben wir in letzter Zeit auch schon öfter gezockt. Unser linker Innenverteidiger wird einer aus dem Verein. Den spiele ich auch immer sehr, sehr gerne. Sergio Ramos hat schon 36 Spiele für mich gemacht, auch mit seinen 5-Star-Skills unterwegs. Der war auch richtig, richtig teuer. Deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Sache, den immer mal wieder zu zocken. Und der hat einen sehr, sehr guten Link zu einer sehr, sehr geilen Linksverteidigerkarte. Und da geht es natürlich um Nuno Mensch. 5-Star Skills, 4-Star Weakfoot. Eine unglaublich geile Linksverteidigerkarte. Somit die beste Linksverteidigerkarte im Spiel. Außer natürlich der King himself, Marcelo, der jetzt vor kurzem eine sehr nice Karte bekommen hat. Damit gefällt mir die Abwehr schon sehr, sehr gut. Und ja, wir brauchen noch ein bisschen Chemie zumindest für den Manuel Neuer, weil ich glaube, auf 3-4 Chemie wäre der anders lost. Denn ohne groß nix los. Grüße gehen raus an die Legende Modern Consumer. Hatte mal so eine Serie auf seinem Kanal. Modern Consumer, absolute Legende. Und Toni Kroos, eine absolute Maschine. Und der wird bei uns erstmal in der Innenverteidigung starten. Ich werde ihn wahrscheinlich in-game dann mit Ndidi tauschen. Dann ist Kroos im Mittelfeld unterwegs. Es gibt halt leider keinen Bundesliga-Innenverteidiger oder sonstiges, was hier Sinn ergeben hätte. Von dem her, Toni Kroos, ja, der wird seinen Job da gut machen mit seinem aktuell einem Chemiepunkt. Unser Rechtsverteidiger wird Foot Birthday Dani Alves, einfach in der Hullet Gang mit 5-Star Skills, 5-Star Weakfoot, der kostet mittlerweile nur noch 400.000 Münzen. Okay, er kostet 405.000 Münzen, let's go, wir haben einfach einen Deal gemacht, dadurch, dass der andere uns weggeschnappt wurde, haben wir uns 1.000 Münzen gesichert. Ich bin reich. Und ich scheiß auf diesen 600.000 Euro Rolls Royce. Weil ich hier auf jeden Coin achte, das ist einfach wichtig und richtig und damit steht die Abwehr. Der Groß ist wie gesagt anders lost, aber alles in allem eine gute Abwehr. Wir holen uns Allen ins Team. Der kostet mittlerweile auch nicht mal mehr 300.000 Münzen. Der war vor kurzem bei Richtung 700.000, glaube ich. Und der linkt super zu Ndidi und zu Dani Alves. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, linker ZM. Wer könnte denn da reinpassen? Hi, guys. Da habe ich tatsächlich eine kleine Überraschung für euch. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ich habe First Owner Cristiano Ronaldo Foot Birthday. Wissen die wenigsten. Also, falls ihr es bis jetzt noch nicht wusstet, ist kein Problem. Und der kommt hier direkt rein ins Team. Als linker ZM wird auf jeden Fall auch auf voller Chemie spielen, der Mann. Und jetzt kommen wir zum Sturm. Der Mann kostet einfach nur 92.000 Münzen. Grealish, der 100-Millionen-Transfer von Manchester City. Kommt rein ins Team. 4-Star Skills, 5-Star Weakfoot. Eigentlich sehr, sehr nice Werte. Also der wird sich bestimmt ganz gut zocken lassen, da bin ich mir sicher. Wir machen weiter mit dem Stürmer. In den Sturm holen wir uns Bobby Roberto Firmino. 658.000 Münzen. Ist auch wirklich ein Schnäppchen. Auch sehr heftig gefallen. Hat
einfach extrem geile Werte. Du kannst ihn gefühlt überall zocken. Und bevor ihr mir jetzt in die Kommentare schreibt, stellt doch den Roberto Firmino ins ZM oder was auch immer. Das würde keinen Unterschied machen. Der würde auf 6 Chemie zocken. Hier sehen wir es. Allen auf 6 Chemie. Deswegen Ndidi auch auf 6 bzw. 7 Chemie durch Loyalität. Also es macht keinen Unterschied, die hier zu tauschen, chemietechnisch. Und dann fehlt uns jetzt nur noch einer und das ist auch eine richtig geile Karte. Also wie die Karte nur 545.000 Münzen kosten kann, ich weiß es selber nicht. 5 Star Skills, 5 Star Weakfoot, extrem geile Werte, 92 Abschluss, richtig heftiges Dribbling, dazu 88 Ausdauer, also wirklich eine insane gute Karte. Und der kommt hier rein in unser Foot Birthday Team und damit steht das Ding. Vielleicht können wir noch ein bisschen was mit dem Manager machen, aber alles in allem sieht das gar nicht so schlecht aus. So, Pep Guardiola ist am Start, der City Trainer hier jetzt in der Premier League. 93 Chemie am Ende, also wirklich sehr, sehr nice. Und in-game lässt sich das safe gut zocken. Von dem her, wir gehen rein ins Spiel Nummer 1 in der Weekend League. Okay, kurzer Wechsel von City zu Chelsea. Tuchel bringt nochmal ein bisschen mehr Chemie. So, wir gehen rein ins erste Spiel. Sieht, mach mal aus. Oh ja, da ist er doch direkt. Bobby auf. Wow. Yo, Grealish. Alles klar? Oh, oh. Digga, was sehe ich hier? Boah, stark. Ronaldo, mach ihn, er macht ihn. Danke, Gegner. Du bist der Beste. Let's go. Schönes Ding. Allen auf Sancho, auf Grealish. Wichtig. Komm, vamos. CR11. Macht er klasse. Und der Gegner quittet 1-0. Und jetzt geben wir Ronaldo erstmal die 7. So, zweites Spiel. Okay, okay. Türkei! Er nimmt mich hops. Perfekt. Türken machen das Unmögliche immer möglich. Ja, Sancho. Bobby, wichtig. Bruder. Wir haben gewonnen. Boah, der war anders. Komm, mach ihn, er macht ihn. Mario Götze. Blanke, der kommt sehr gut. Stark, da ist er wieder. Jawollo. Und das ist der Rage Quit Nummer 2. So, wir gehen rein in Spiel Nummer 3. Das sieht schon mal sehr nice aus. Schönes Ding. Perfekter Roulette. Oh, das ist einfach ein Träumchen. Boah, Junge. Das war ja anders gut angenommen. Hilfe. Schön. Bobby. Oh, mit der gekonnten Ballrolle 3-0. Und das ist Rage Grip Nummer 3. So, viertes Spiel. Sehr geiles Team, muss man sagen. Starkes Ding. Ronaldo macht der super. Der drückt sofort Pause. Alles klar. Rage Grip Nummer 4. Da hatte einer richtig Bock. So, fünftes Game. Das ist das klassische Schwitzer-Team. Schönes Ding. Ronaldo mit dem 1-0. Er ist so gut. Boah, vamos. Heute sitzen die Timed Finishes aber auch perfekt. Oh, Ronaldo, Junge. Schönes Ding. Ja gut, den bekommt er ein bisschen random. Ja, sui. 5-0. Der nächste Rage Quit. Vamos, wir gehen rein ins sechste Game. Sieht gut aus. Ronaldo, da bist du doch endlich. Oh, der Pass war auch sehr schön. 2-0. Bobby, Junge, hol uns die entscheidende Bulette. Ja, nee. Vamos. Sü, schü, schiu, schu. Und damit das sechste Spiel in Folge. So, jetzt wird's schwitzig. Ich wollte es gerade sagen. Das Team sieht schon mal böse aus. Schöner Pass. Mach ihn. Er macht ihn. Da steht niemand. Ja, doch, da steht. Boah, Junge, einfach... Der E-Sportler, wirklich. Warum bin ich momentan so gut? Hilfe. 7-0 Rage Quit. Alles klar, Digga. Mit jedem Spiel, was wir gewinnen, bekomme ich mehr Angst. Und jetzt... Stark, Ronaldo. Komm, Junge, setz dich durch. Dann muss es halt der Goat regeln. Ey, wir stehen hier 8-0. Also, ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert. So, alles klar. Ja, okay. Oh mein Gott. Sehr starkes Ding. Ah, macht er gut. Alles klar, Digga.
Jo, was sehe ich hier? Was ist das denn für ein Quatsch? Schönes Ding, immerhin der Anschluss. Schade. So, wir gehen rein ins erstmal letzte Spiel. 9-1 wäre auf jeden Fall überragend. Morgen gibt es dann im nächsten Video die nächsten, beziehungsweise letzten Games der Weekend League. Schauen wir mal, ob wir das letzte noch gewinnen können. Ich habe so viele Fragen, wirklich. Komm, Junge Ronaldo, bitte finish den. Was, Dicker? Ja, perfekt, wirklich. Ja, geht doch, Alter. Ja, es geht doch, danke. Ey, nee, es ist super, wirklich. Ja, nach dem Spiel ist es definitiv Zeit aufzuhören. War wirklich geil. Damit beenden wir die ersten 7 Spiele mit 8:2. 9:1 wäre definitiv drin gewesen. Gerade der letzte Gegner war eigentlich echt absolut machbar. Wir hatten 1000 Chancen. Es war wirklich komplett verkauft. Aber was soll's? Team hat sich sehr geil zocken lassen. Hat echt viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum nächsten Video wieder. Macht's bis dann gut, haut rein und ciao.